Hallo und herzlich willkommen im Kurzbarrezentrum zu einem weiteren Brustspezial. Mein Name ist Draxler René und ich bin plastischer Chirurg. Im heutigen Video geht es um die Frage, bekomme ich mein Silikonimplantat vor oder hinter dem Brustmuskel? Viele Patientinnen, die zu einem Beratungsgespräch kommen, haben sich schon vorab im Internet oder bei einer Freundin über die Operation selbst etwas erkundigt, auch über die Implantatformen, sei es rund oder anatomisch, oder auch über die Implantatgrößen. Aber für die meisten ist es unklar, wo sie ihr Implantat hinbekommen würden, sei es vor oder hinter dem Brustmuskel. Aber was heißt das nun überhaupt? Wenn wir uns nun eine weibliche Brust vorstellen, besteht diese an der Oberfläche aus dem Brust- und Fettgewebe, kombiniert mit Milchgängen und Blutgefäßen und Nerven. Darunter kommt eine sehr dünne Verschiebeschicht, die sogenannte Faszie. Und unter dieser dünnen Faszie der große Brustmuskel, Musculus pectoralis major genannt, welcher hier im Bereich der Rippen des Brustbeins fixiert ist und Richtung Schulter nach oben zieht. Wenn wir nun ein Implantat in die Brust geben wollen, haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten, dieses Implantat zu positionieren. Erstens, wir können es hinter das Brustgewebe geben. Das heißt, wir lösen das gesamte Brustgewebe entlang dieser dünnen Bindegewebsfaszien Schicht ab, schaffen wir eine Tasche, wo das Implantat hineinkommt. Das heißt, das Brustgewebe ist über dem Implantat, der Muskel ist dahinter. Die Lage des Muskels wird nicht verändert. Oder zweitens, wir geben das Implantat hinter den Brustmuskel. Dabei wird einerseits das Brustgewebe gemeinsam mit dem Muskel hier im Bereich der Rippen abgelöst. Es wird eine Höhle für das Implantat geschaffen und das Implantat kommt dann dahinter. Der Muskel rutscht dabei etwas nach oben. Das heißt, er bedeckt genau genommen nur den oberen und mittleren Anteil des Implantats. Im unteren Implantatsanteil ist nur das Brustdrüsengewebe über dem Implantat. Das ist auch von unserer Seite so gewünscht, denn würden wir diesen Muskel über das gesamte Implantat ziehen, erhalten wir in den meisten Fällen eine sogenannte Jumping Breast. Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie einen Bodybuilder, der mit seinen Brustmuskeln spielt und die Brust wieder nach oben oder nach unten springen. Aber wann kommt nun welche Technik zur Anwendung? Hier seht ihr eine grafische Darstellung eines Implantats hinter dem Brustgewebe. Das heißt, das Gewebe liegt über dem Implantat, der Brustmuskel liegt dahinter. Was sind nun die Vorteile einer derartigen Technik? Erstens, in der Regel ist bei einer derartigen Operationsmethode die Schmerzsymptomatik in den ersten postoperativen Tagen etwas geringer, da der Muskel nicht von den Rippen abgelöst werden muss und seine Lage nicht verändert. Zweitens, wenn der Wunsch nach einem eher unnatürlichen Aussehen der Brust besteht, ist dies oft mit einer Implantatlage hinter dem Brustgewebe leichter zu erzielen, da das Implantat nur hinter dem Brustgewebe liegt und somit etwas stärker zur Geltung kommt. Was sind die Nachteile einer derartigen Technik? Erstens, wenn von vornherein sehr wenig Brust- oder Fettgewebe vorhanden ist, beziehungsweise ein sehr großes Implantat in die Brust eingebracht wird, kann es aufgrund des Drucks zu einem Ausdünnen des Hautweichteilmantels kommen und das Implantat ist im Gesamten deutlich stärker sichtbar und auch tastbar. Zweitens, die Kapselfibroserate, weiß man aus vielen Studien, ist bei texturierten und glatten Implantaten bei einer Lage hinter dem Brustgewebe deutlich höher. Das trifft auf unsere polyurethan beschichteten Implantate, die wir verwenden, nicht zu. Auch hier ist die Kapselfibroserate mit 1-3% deutlich geringer. Hier seht ihr eine grafische Darstellung eines Implantats mit Lage hinter dem Brustmuskel. Das heißt, sowohl das Brustgewebe als auch der Brustmuskel liegen über dem Implantat. Was sind nun die Vorteile bei einer derartigen Technik? Erstens, man weiß, dass bei texturierten und glatten Implantaten die Kapselfibroserate bei einer Implantatlage hinter dem Brustmuskel deutlich geringer ist. Auch hier wiederum, für uns macht das bei den polyurethan beschichteten Implantaten keinen Unterschied, denn auch hier haben wir eine deutlich geringere Kapselfibroserate mit 1-3%. Zweitens, bei sehr schlanken Patientinnen mit wenig Weichteilgewebe hat man den Vorteil, dass bei einer Implantatlage hinter dem Brustmuskel mehr Weichteilbedeckung, speziell im oberen Anteil, besteht und dadurch ein natürlicheres Aussehen möglich ist. Was sind die Nachteile bei dieser Technik? Erstens, die Schmerzen können speziell in den ersten postoperativen Tagen etwas stärker sein. Ich vergleiche es immer mit einem Muskelkater. Diese sind aber mit normaler Schmerzmedikation gut zu tolerieren. Zweitens, wenn man dann wieder nach 6 Wochen mit Sport beginnt, kann das am Anfang zu leichten Einschränkungen führen. Und drittens, bei falscher Präparation oder Lösen des Muskels kann es zu einer Animation der Brust mit Bewegung der Brust kommen. Ich hoffe, ich habe euch ein paar wertvolle Tipps zum Thema Brustoperationen geben können. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und bei weiterem Interesse abonniert unseren Channel.